ja, das geht schon, für den Schritt wird schon lang. Lass denn du jetzt gleich das Seil losbringen von meinem Auto! Du greif mir los! Los! Bin ich vielleicht ein Krimineller? Bitte, das haben wir nicht gesagt. Okay? So. Bloß mal jetzt mal. Checkcard nicht find. Suchen Sie ihn doch selber. Sie gehen, wenn Sie werden, dann kommen Sie gleich mit auf Fach, gell? Leck mich doch. Was haben Sie gerade gesagt? Das ist für eine Beamtenbeleidigung, gell? Dass Sie es nur wissen. Ja, geht wohl. Herzlich, Hengo! Du hast eine Verstärkung, wenn Sie mal weiterkriegst, oder? Komm, jetzt geht's halt, aber langsamer halt. Oder so. Hör mal auf, Wendy! Arme! So, da, 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 ich bin ja. Ja. Wie ist das jetzt, du, oder? Wie ist das du nicht? Ja, jo, ich bin es. Ja, sowas, das ist ja der Zali! Der Maxi! Ja, so, Herr Meißl. Wie geht's dir denn? Gut. Hey, Sie, was ist denn jetzt mit dem Zahlen? Einander. Du, gleich mal 100 daheim. Ja, logisch. Jetzt abzumerken, was ist das? Das reicht jetzt einmal zusammen. Langsam. Mein Auto runter, bevor ich nachher schwer. Das hätten wir. So, für die paar Tage, da geht das schon. Samstag bin ich in Tagelfing draußen. Bayernpokal und am Sonntag. Da Paris. Grand Prix, Arc de Triomphe. Ja. Dann nehme ich die Mittagsmaschine. Das geht schon. So, die Hemd. Du sag einmal, was ist denn eigentlich los in München? Hm? Kein Hotelzimmer nicht aufzutreiben. Nicht einmal in vier Jahreszeiten, wo ich normalerweise meine Suiten habe. Was ist denn? Ist da Modewoche oder Messe oder sowas? Hm? So. Nett ist bei dir. Nichts Besonderes, aber gemütlich. Da weißt du es nicht glauben, aber mit der Zeit da wird dann das größte Grand Hotel fad. Zigarette, ja? ML sind meine Anfangsbuchstaben. Spielst du aber noch Karten? Oh ja, gelegentlich. Du nicht mehr? Logisch. Kannst du pokern? Ha, logisch. Kannst du das gut? Du darfst nicht vergessen, dass ich mir mit dem Pokern mein Studium verdient habe. Okay, ist das wahr. Magst du? Logisch. Wie oft muss ich denn noch schreien? Ich bin sowieso kurz Zeit. Wie bitte? Weil du doch gesagt hast, dass ich heute ins Kino gehe. Es ist sowieso schon 7:45. Weil mir einer herrichten muss. Weil das gar nicht eins, dass ich lieber bis zur letzten Minute abwetzen muss. Was das heißt. Wie redest du denn mit deiner Mutter? Aber weil es dasselbe ist und weil mir das nicht mehr gefallen lässt. So. Und ich? Wann konnte ich nie vielleicht einmal in ein Kino gehen oder wohin? Was habt ihr nie vielleicht für eine Unterhaltung mein Leben lang? Du hast einen Papa. Weil das auch schon was ist. Das hättest du früher überlegen müssen. So, was ist jetzt mit dem Böfflermott? Ja, klein! Kühl der Witzigsfürste her. Laus, laus, Dinge so. Jetzt mag dann, schau hin. Ja, schau doch, hier werden wir. Jetzt nimmt er noch mal ein Pichu. Ja, mei, der Wagen. Ja, der Wagen. Brav. Jetzt war der Name und der Zorro hat noch ein bisschen Sturm. Kreuz, Grutzi, fix. Früher hätte er ihn bringen müssen. Früher, wenn er braucht hätte, dann wäre er nur noch dabei gewesen. Nur 20 Meter, dann hätte er gehabt. Keine Chance hat er gehabt. Aber möchtest du das wissen, wenn er schon fast gehabt hätte? Wie hoch ist jetzt der Mumpischu für den Sieg gestanden? 86. 86 für 10, für einen 50er haben wir ihn gehabt. Was? Du hast ihn gehabt? Ja, was hast denn du gleich? Ja, aber du hast ja gesagt, du spielst dich am ersten Rennen. Gesagt habe ich schon viel in meinem Leben. Das sind 430 Mark. Dann haben wir jetzt gewonnen. Das ist der Schneespann. So, jetzt gehst du rüber und holst dir das ab. Das sind 430 Mark. Und dann gehst du rüber an den Schalter und spürst das, was ich da aufgeschrieben habe. Das kostet 500 Mark. Da warte ein bisschen. Gib ich dir noch einen 70er. So. Das ganze Geld? Das haben wir doch schon gewonnen. Ja, wegen ein paar hundert Mark sind wir nicht hergegangen. Ja, aber. Ist jetzt das dein Geld oder meins? Also. 500 Mark? Ist das dein Ernst? Der Pfarrer predigt nicht zweimal.
Das mache ich jetzt, gell? Ich gehe jetzt, gell? Du, aber eigentlich ist das ja mein Geld irgendwie auch. Wesen, meine ich. Wenn wir gewinnen, bist du dabei. Ehrlich? So jene Katze hat überhaupt gar keine Chance bei mir. Das kommt, da geht aber heute auch. Wenn wir Karten spielen, hat er mal Strähne. Glück im Spiel, Pech in der Liebe, ist aber schon so gewesen. Gib mir einen Sekt. Warum magst du mir eigentlich keine Vorwürfe? Das möchtest du gern, gell? Ich habe nämlich nicht kommen können, weil... Brauchst mir doch gar nichts erklären. Das ist deine Sache. Jeder von uns macht in Zukunft das, was er mag. Und erklären brauchen wir uns da gar nichts mehr gegenseitig. Was ist das? Ein Geld. 360 Mark sind das. Hab ich verdient. Wie du im Kino gewesen bist. Das wäre dann schön für dich. Charlie, bleib da, wenn's du magst. Als ich da so draußen gestanden bin, mitten unter den Leuten, in der Atmosphäre, da habe ich es auf einmal gewusst. Was hast du gewusst, Charlie? Gespürt habe ich es wieder, aber schon so genau. So genau habe ich es überhaupt noch nie gespürt. Was hast du denn gespürt, Charlie? Dass das eine Riesensache ist, wenn man es richtig macht, eine Riesensache. Da sind welche draußen, die sind so blöd, dass sie nicht einmal wissen, wie sie sich schreiben. Aber gewinnen die uns. Und wir. Was meinst du, wenn da einer kommt mit dem Verstand, was da los ist? Mei. Aber das ist doch eine reine Glückssache mit den Pferden, das weiß doch jeder. Nein, nein. Mit Glück hat das nichts zu tun. Glück in dem Sinn gibt's nicht, das wissen auch die wenigsten. Aber ich weiß, was ein Glück ist. Was? Dass du jetzt da bist. Ja, das ist wieder was anderes. Aber Glück in dem Sinn gibt's nicht. Geben dort höchstens eine Wahrscheinlichkeit. Aber die haben mit dem Glück nichts zu tun, sondern höchstens mit Mathematik. Und warum haben dann manche Leute mehr Glück und andere nicht? Schau, jetzt sage ich dir ein Beispiel. Ein Napoleon kennst du doch, oder? Ja. Also, sein Leben lang hat er alles gewonnen. Aber alles. Und dann? In Waterloo, wie es auf Spitz und Knopf gestanden ist, hat er auf einmal verloren. Und warum hat er verloren? Weil die anderen mehrere gewesen sind. Weil er Hämorrhoiden gehabt hat. Deswegen hat er verloren. Heute kann ihm ja sowas überhaupt nicht mehr passieren. Und warum nicht? Weil er nicht mehr lebt. Weil es halt kein Problem mehr gibt, worauf die Wissenschaft keine Antwort weiß. Deswegen. Das hast du gesehen mit dem Mond? Oder vielleicht nicht? Doch. Also. Und wenn das mit dem Mond gegangen ist, dann wirst du doch glauben, dass eine Pferdlerin nichts ist dagegen. Oder vielleicht nicht. Doch. Also. Und so mache ich das. Wissenschaftlich. Und wenn das so läuft, am Samstag, dann bin ich der King. Du spinnst, ja. Unfallhaftpflicht, Bergmann? Ja, Moment. Habt ihr die? Feuer- und Einbruchseiler. Genie und Wahnsinn, Häusler. Depp, du. Wann bist du denn gekommen gestern ins Kino? Das sage ich dir in 10 Minuten. Da treffen wir uns nämlich. Spinnst du, ich muss ja. Wenn ich das sag. Sag jetzt nichts, Horch. Dir ist nämlich schlecht. Was ist mir? Fieber und Übelkeit. Wieso? Wieso nicht? So,
Ja, ja. Und dann stecken die es auch. Was genau? Masern, ich hol dich ab, wir müssen nach Tagelfing zum Training. Eine Riesensache. Ciao. Servus. Was hast du denn auf einmal? Ich weiß nicht. Mir ist auf einmal so heiß. Und schwindelig ist mir. Und jucken tut's mir überall. Hä? Aufschreiben. Wie viel? 1, 23, 3. Steck genau da herin. Ja, warum nehmen wir dann gleich die Zeiten, die im Herald stehen? Glauben ist gut, Kontrolle ist besser. Findest du? Find der Lenin, und wo der Recht hat, hat er Recht. Einen wahnsinnigen Hunger habe ich. Wir fahren jetzt sowieso gleich, weil wir einen Computer organisieren. Vielleicht telefonierst du gleich mit dem Typen von deiner Versicherung, damit wir nachher nicht warten müssen. Das passiert jetzt. Das glaube ich sowieso nicht, dass er das bis am Samstag macht. Samstag. Morgen müssen wir es wissen, weil ein Pokal verschirmt ihn nicht wegen uns. Jetzt gehen wir rein, damit ich da was machen kann. Gib mir mal 2 Zehner. Ich warte da dabei. Ich halte ihn schnell. Was bist denn du für einer? Ich bin ja aufgewachsen mit den Pferdl. Wie Pferdl bist du aufgewachsen? Wo nachher? Wo? Ja, mei. Überall. Wir haben ja selber welche gehabt, auf dem Hof. Solche natürlich nicht, aber schon auch schöne. Wenn ich das schon riech, ein Pferdl und ein Stall. Mei, ich habe lange in einem Stall gearbeitet. War sehr schön. In einem Stall hast du gearbeitet? Alles was? Alles Pfleger? Ja, ja. Jahrelang. Ein Pfleger kannst du schon brauchen. Ist das wahr? Nein. Ehrlich? 250 Mark in der Woche, 2% vom Gewinn, aufteilt natürlich auf den Stall. Ist das vielleicht schlecht, oder? Für einen jungen Burschen? Das ist ja riesig. Riesig ist das. Für einen jungen Burschen. Nachher kommst du gleich morgen. Morgen in der Früh. In der Früh? Um 6 wird angefangen. Auf dem Schlag. Um 6. Aha. Passt dir das vielleicht nicht? Doch, das ist pfundig. Und um 8 Uhr, das war dann schon zu spät, oder? Oder sagen wir um 7 Uhr. Wie war das? Um 7 Uhr. Um 6 Uhr. Auf dem Schlag. Grüß Gott, Mittag ist. Zeit vergeht. Letzner. Oh, Kaffee. Dankeschön. Wer sind Sie? Leopold Heinrich ist mein Name. Letzner Maxi. Angenehm. Und wie ist nachher der Vorname? Leopold. Ich bin der Untermieter. Ah. Zimmerherr. Oh, da kann man schon wohnen, da rein. Ein Wirsching. Ochsenfleisch. Mei, das habe ich auch schon jahrelang nicht mehr gegessen. So was kriegst du gar nicht mehr auf der Welt. Dankeschön. Nee, das hat einen Geschmack. Könnte man sich fein vor wie daheim. Sehen Sie, auch ein Kenner der feinen Küche. Der junge Herr. Charlie hat mir schon gesagt, dass Sie so nett sind. Wo ist denn überhaupt? Ja, jedenfalls ist das halt einmal ganz was anderes. Ach, die ewigen Hoteller. Ich werde das nicht glauben, aber in München ist kein Hotelzimmer nicht aufzutreiben. Da ist der Suiten in 4 Jahreszeiten und kommst nicht rein, weil ein Neger drin wohnt. Da lache ich ja.
Weltstadt mit Herz. Ach, in den vier Jahreszeiten wohnen Sie sonst? König von Burgundy. Dann können Sie mal am Hut stecken, den Herrn König. Was sind denn Sie vom Beruf? Der Herr Heinrich ist ein Komponist und ein Geiger und berühmt. Leopold. Heinrich. Sagen Sie, haben Sie früher nicht einmal in New York gespielt? In New York nicht. In London habe ich oft gespielt. In London, genau. Und jetzt kenne ich ihn auch. Sie sind doch der, der wo gestern Nachmittag mit der Geigenhalber gespielt hat. Hab ich gehört. Da brauchst du Feiergefühl in die Hände. Ja, ja, die Konzerte früher. Da war alles noch offen. Ja, ja. Ja, ja. Können Sie Karten spielen? Ich meine, wenn man so ein Gefühl in die Hände hat, dann müssen wir eigentlich auch Karten spielen können. Es hat schon was damit zu tun. So Unrecht haben Sie da nicht. Ich habe ja früher oft Skat gespielt. Ja, mit Leidenschaft möchte ich fast sagen. Ein schönes Spiel. Hat auch so etwas Kreatives. Kreativ, genau. Also dann, spielen wir. Brauchen wir noch einen dritten. Was ist? Spielen Sie mit? Ob der Herr Eder wohl da ist? Das Kartenspielen hat der Teufel gesehen. Ja, ich würde mal nachsehen, ob bei Eder da ist. Und Karten. Karten brauchen wir auch. Da schaut es jetzt halt ein bisschen aus, da, Herr Wind, weil wir eine neue Peripherie kriegen. Ja. Das macht ja nichts, schaut es im Schluss jetzt sauber aus. Wenn ich da an andere Firmen denke, was meinst du, wie es da ausschaut? Kein Vergleich. Kein ja. Vergleich, da die Sonne. Bitteschön. Also, was ihr da wollt, geht ja nicht. Gell? Weil es Utopie ist. Gell? Aber jetzt probieren wir es einmal. Geht halt alles. Bloß wir halt, gell? Also. Da? Ja. Ja, ja. Also, da sind die Zeiten drin, die die Pferde die letzten Wochen gelaufen sind. Ja. Und da? Moment. Also, wo sind wir gewesen? Also, da sind die Zeiten drin, wo die Pferde die letzten Wochen gelaufen ja. sind. Moment. Moment. Das langt ja nicht. Gell? Moment. Einsteiner? Ha, sind wir gleich denkt, dass Sie das sind. Moment. Zuerst ist das einmal ein mathematisches Problem. Sag einer gleich, wie wir das bauen. Bin schon wieder da. Was? Ach okay, ein Schmarrn. Von I nach J und die andere von J nach I. Wir müssen doch in der Zeitachse denken, gell? Das geht's nicht. Zu wie meinst du? Sowieso nicht. Herr Programmierer oder so? Ja nicht. Systemingenieur. Bloß wir halt, gell? Servus. Also. Wo sind wir gewesen? Pferdl. Ah, war schon. Ja. Also zuerst brauchen wir da mal eine Analyse, damit wir das Thema global umreißen. So geht's schon mal los, gell? Aber wahrscheinlich geht's sowieso nicht. Und wenn? Na, kann das keiner zahlen. Also, probieren wir es einmal. Aber jetzt langt's. Was sagt denn auch da der Adam Riese? 62, sagt der, gell? Hat der das auch noch hinten? Spiel 4 mal Pik, 44 verloren, 88 und der Konto haben wir gesagt und der Reh haben wir gehabt, 176, 352. Dann machen wir jetzt gleich mal Bilanz ein bisschen, dass jeder weiß, was los ist. Das sind 100 schon, das sind. 132 Mark geradeaus. Na, gehen wir weiter. Müssen Sie nicht einmal heim, Herr Eder. Jetzt, wo wir gerade so schön drin sind. Gibt's noch einen Kaffee, Frau Hössler? Natürlich nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Sie sind ja ein Spieler. Also weiter jetzt. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auf einmal so müde. Jetzt wird er müde, weil er verliert. Das sind wir solche Spieler. Weiter jetzt. Können wir nicht einmal was anderes spielen, damit ein bisschen Abwechslung ist. Uns ist alles recht, mein Freund und mir. 17:04.
ist der Max da? Du musst viel früher aufstehen. Hä? Wenn du den finden willst. Ja, Bütchen ging es halt nicht. Ja, einen Check habe ich. Nicht gern. Ausnahmsweise. Weil sie sind. Schlawiner. Was? Jawohl. Betrüger! Jüchser! Nass! So schnell schießen die Preise nicht. Passieren wird es jetzt wohl auch nicht. Morgen in der Früh zeige ich aus. Ehrenwort. Sie gehen jetzt. Sie packen jetzt Ihre Koffer und dann gehen Sie. Und wenn ich nicht gehe, was denn nach? Rufen Sie noch die Polizei. Ich brauche keine Polizei. Schmarrn. Und selber schuld sein. Wer hat denn den dahergebracht? Den Lumpen? Gib's dem jeden am 50er. Mehr hab ich jetzt nicht. Den Rest kriegen's noch. Muss es telefonieren. Brauch ein Taxi. Depressiert's. Jetzt trinkst du erst deinen Kaffee. Was ist denn das für eine Arbeit, wo du da jetzt hinpasst? Oh mein, es ist schwer zu erklären. Es ist ein größeres Unternehmen, ist das, was viel mit Tieren zu tun hat. Viele Tiere und so. Braucht einen so einen, der was im Kopf hat. Der da Ordnung reinbringt, verstehst du? Eine Ordnung? Da brauchst du die dazu. Logisch. Nicht der Neue vom Wagner. Bin ich. Aber ich gehe überall hin, weil für mich geht ja nichts über Pferdler. Schön ist der. Wunderbar. Ganz ein modern geschnittenes Gesicht. Trockene Sehnen, klare, flache Gelenke. Ein richtiger Star. Für mich ist der dabei, moin. Wenn er laufen da schon. Läuft er nicht. Geh den verkaufe ich da. Der wird noch nichts. Also wenn der nichts wird, dann möchte ich wissen, wer dann was wird. Möchtest du was wissen, hä? Ich wirklich nicht. Weil mit dem Wetten fange ich gar nicht an. Naja, ich kann da gar nichts sagen, weil ich selber nichts weiß. Ja. Da weiß man nie sowas genaues, gell? Ja. Ich geh jetzt ins Casino. Bist du gut und stößt man dann drüben rein, gell? Mach ich. Ich mach gleich noch ein bisschen trocken, weil ich gerade ein bisschen Zeit hab. So ein schönes Pferdl. So. Was zahlt er denn, der Wagner? 250 in der Woche und 2% vom Gewinn. Aha. Bei mir darfst du mehr kriegen. Ach, kann man drüber reden. Schade ist halt nur, dass sie nichts wissen. Das ist halt schade. Was brauchst du denn? Für einen Pokal. Ein Flamenco. Und wenn er springt? Wenn er springt? Nachher hat er ein Pech gehabt. Servus. Kommt eben her. Den Heiter. Toni! Rande. Wieso? Was hat er denn gesagt? Flamenco. Flamenco? Ja, du lach ja. Weil er springt, meinst du? Flamenco. Da kannst du kurz gut in den Rücken spielen.
Der hat auch keine Chance nicht. Ja, wer hat denn dann eine Chance? Im Pokal? Gar keiner. Wieso? Einer musst du gewinnen. Mein Bruder, wenn du einmal so lange da bist wie ich, dann reden wir weiter. Gell? Einen Sieger gibt's allweil. Einen gibt's allerweil, der als Erster durchs Ziel rennt. Muss er ja. Aber Sieger haben wir schon lange nicht mehr. Aha. Weißt du, wer eine Chance hätte? Wer? Der Simmerl. Simmerl? Ja, der ist schon viel zu alt. Der läuft ja schon lange nicht mehr. Das ist ja. So. Uns muss aber gleich sein. Sehr genau ist es nicht, da hätte man mehrere Zeit braucht. Ungenaue Angaben, hat er gesagt. Also dann, schauen wir. So. Moment. So. Wo haben wir das jetzt? Toll. So. Also. Sieger im Bayernpokal bei normalem Rennverlauf und schönem Wetter. Husch. Und schönem Wetter, Pferd Nummer 2, Katona. Und wenn Korschins wieder ist? Wenn Korschins wieder ist. Moment. Ah, das haben wir nicht. Wir haben nur was ist, wenn es regnet. Moment, wenn es regnet. Tiefer Bogen bei normalem Rennverlauf, Pferd Nummer 9, Meilstein. Meilstein. Ja, und wenn ein mittlerer Boden ist? Das ist schwer. Da haben wir nichts. Da haben wir bloß noch einen, der vom Computer her auch noch eine Chance hat. Das war der Lucky Boy. Lucky Boy. Katona, Meilstein, Lucky Boy. Katona, Meilstein, Lucky Boy. Sehr gut. Und was hast jetzt du? Ich? Wieso? Tipps? Tipps? Ach so. Ja, ja. Es läuft schon. Wird schon. Wird alles. Haben wir schon rumgekauft jetzt. Da gibt's jetzt ganz verschiedene Arten von Tipps. Verstehst? Ja. Ja. Todsichere und weniger todsichere mit Garantie und ohne Garantie, dass er garantiert läuft, dass er garantiert nicht springt. Dass er was nicht? Ja, dass er garantiert nicht galoppieren anfängt, dass er nicht disqualifiziert wird, verstehst? So. Dass er garantiert unter die ersten drei ist und so halt. Dass er garantiert gewinnt, das gibt's auch. Dass er garantiert gewinnt. Geben tut's alles, sag einmal. Ah, danke. Das ist wie ganz hysterisch, wie ein anderes Haufen-Geck-Ding. Bis jetzt haben wir's nicht. Schön war's schon. Was gewinnst. Schlecht war's nicht. Ich hab noch nie was gewonnen. Was denkst du? Nix. Irgendwas wirst du doch denken. Ich denk, wie das ist mit dem Glück, wie das alles wirklich ist. Ein Glück gibt's und das kann man nicht zwingen. Aber eine Wahrscheinlichkeit gibt's auch und die kann man berechnen. Aber eine Wahrscheinlichkeit ist auch bloß eine Glückssache. Was lachst du denn da? Eine Logik hast du wie eine Frau. Bin ja eine Frau. Aber laut darf man nicht sein. So, dann packen wir es wieder. Wie ist denn der Boden heute? Nicht leicht, nicht schwer. Ist ein Mittel, ha? Ist ein Mittel. Mein Mittel ist auch nicht gerade. Wer gewinnt denn? Der Beste! Fix! Spielen wir einen Meilstein. Oder einen Lucky Boy. Genau. Ich hab mir alles nochmal genau überlegt.
da dürfen wir sie nicht narrisch machen lassen, verstehst? Da wissen ja jeder was anders. Das haben wir gesagt, das spielen wir. Da muss man cool und wissenschaftlich sein, verstehst? Aus. Reine Nervensache. Und der Charlie? Charlie? Der kommt jetzt. Was? Wieso kommt der nicht? Weil drüben auf der Stallseite hinter die Kulissen, verstehst du? Warum sitzen wir nachher da? Weil es von innen her aufrollt, mit seinen Beziehungen, verstehst du? Das Rennen wird in einer Linie mit dem gelaufen. Entschuldigung. Wahnsinnig schwül ist. Ja, das gibt ein Gewitter. Wenn's bloß nicht schifft. Ja, wenn's schifft, ist mir auch wurscht, dann geh ich ein, Schwammer. Jetzt geht er runter. Sie fix. Wer? Der Sechser. Wo? Wer denn? Ja, die Quoten fällt. Jetzt hat er gesetzt, der Charlie. Jetzt hat er gesetzt. Wenn's noch nicht weiterfällt. Von was redst denn du eigentlich? Du siehst die Dorfe da drüben, das ist ein Elektronenanzeiger und die Zäune, das sind die Quoten. Jetzt geht er schon wieder runter. Herrgott! Jetzt erklär mir halt auch was, du machst mich ganz nervös. Welcher ist denn der untere? 6, 3 und 11. Alle drei? Einer von den drei. Welcher? Das weiß ich doch auch nicht. Hat er denn wirklich Tierpark gesagt? Er hat gesagt, dass es etwas mit Tieren ist. Das kann ja auch was anderes sein. 2 Tage lang ist er jetzt um 5 in der Früh aufgestanden. Das zeigt doch ganz klar, dass er kann, wenn er will. Er müsst einfach öfter wollen. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das müssen Sie ihm sagen. Das sage ich ihm auch. Und ob ich ihm das sage? Hey, Charlie! Charlie! Gut, dass ich dich erwischt habe, Marcel. Du hast doch Geld. Lass dich du mal her draußen. Was? Ach, Blödsinn, du, ich habe einen Tipp. Ein Tipp hab ich, du. Einen ganzen Hasen, hast du Geld? Schlechte! Charlie! Ja. Sei nicht blöd. Du, ich weiß was. Ich weiß auch was. Gut. Nämlich, dass du eine Sau bist, eine Ausgeschammte. Charlie, tu mir den Gefallen. Ein einziges Mal noch. Du, ich hab's letzte Mal auch mit dir geteilt. Ich bin auch ein Freund zu dir gewesen. Also, pass auf. Ich hab einen Tipp. Du hast das Geld. Mach mal halbe, halbe. Gammers, ich spür dir das. Charlie, ich spür's. Schau. Gut, von mir aus kriegst du dir mal 3/4 und ich nehm nur 1/4. Hm? Einen Moment, bitte. Das mach ich nicht. Das musst du machen, Charlie. Charlie, das wärst ewig bereit. Ich sag das. Schau, Moment. Was ist? Es hat's Tripfit. Ich hab's genau gespielt. Ein Meilenstein muss er spielen. Ein Meilenstein. Wo hat's Tripfit? Spürt habe ich. Hast du nichts gespürt? Schmarrn. Hast du fast keine Wolken am Himmel. Wird halt einer von oben was runtergeschickt haben. Haben Sie nichts gespürt? Bitte? Dass es getröpfelt hat. Nein, nein, es bleibt schön heute. Wird ein schnelles Rennen. Na dann muss ich die Kartone spielen. Boah, das ist nicht tröpfelt. Jetzt setz dir mal hin, du machst du alle Leid narrisch. Das Gescheiste war, in einem Lucky Boy spielen darf. Ich verstehe was von den Pferden. Seit 10 Jahren gehe ich da hin, Gams. Ich verstehe das. Also. Du bist schon ein Hund. Also. Wie viel hast du? 200. Auf mein Buben, 200 auf See. Was hat er jetzt gesetzt? Das weiß ich doch nicht. Ganz hinten. Danke, wie es nix. Sind schon Hause angestorben. Ja,
Ja, was ist das? Ja, bitte! Ja, was ist denn das? Das ist mein Tipp gewesen. Die Kartona. Die hätte ich gespielt. Die Deppi. Ja, gibt's denn das auch? Ja, gibt's denn das auch? Der fährt ja wieder Teufel. Logisch, das ist ja mein Tipp gewesen. Ich wär wahnsinnig, ich wär gleich wahnsinnig. Das ist ja unter. Sowieso! Oh. Was will man dann? Wenn auf den 200 Spieler sind, alle mal Runde 5000. Entschuldigung. Oh. Hast du Feier? Gehabt. Was? Gehabt haben wir es, weil wir es nicht mehr haben. Ja. Schaut euch hin! So, das wär's gewesen. Ist vorbei. Vorbei ist. Und oben tun wir es auch. Mark. Mich trifft der Schlag. Kleine Fische. Du, wie hast denn das gewusst mit dem Sieger? Möchtest du das jetzt wissen? Wer hat denn das gesagt? Möchtest du das jetzt ehrlich wissen? Ja! Sag ich das. Gewusst habe ich überhaupt nichts. Aber da. Müssen wir es haben. Da drin. Hey, Heisler! Hey Heisler, was ist? Geh weiter, ausspannen! Heisler, komm, geh weiter! Ja, ich komm gleich! Gib mir die Zettel noch, wie es geht. Heisler, geh weiter, komm! Hör mal mit der Ruhe! Steh hinter der Tribüne mit meinem Auto. Meine Nummer kennst du ja. Entschuldigung, Herr Schwab. In 10 Minuten bin ich drüben! Hast du einen Pickel? Nee. Mei, was machst du denn für einen Grumberger gegen Litzner? Oder machst du vielleicht Kuschnick gegen Litzner, Ehrmann, Köhler, Riebensteiner? Brauchst du das bloß du, was du machst? Titel haben wir mehrere wie nur. So, das waren einmal 7000. Viel ist nicht, aber ein bisschen was ist, ne? Was hast du noch in der Tasche? Nix. Ehrlich? Wenn ich das sage. Du, das Geld gehört gar nicht mehr, das gehört einem Freund von mir. Ehrlich. Schau mal, Maxi. Albe, verzeihst du mir dasselbe, wo wir uns doch jetzt schon so lange kennen. Das ist doch ganz wurscht, wem das gehört, wenn du in der Tasche hast. Hast du mich? Zwangsvollstreckung ins bewegliche Vermögen, hast du mich? Was der Schuldner gerade bei sich trägt, also. Und wenn der Freund nachher kommt, wenn es überhaupt gibt. Schau, da sagt einem China Grüß von mir, gell? Da gibt es nämlich einen Rechtsweg und eine Widerspruchsklage und lauter solche Sachen. Ja, da kann er dann jederzeit sein Recht kriegen. Geht's, ja? Machst du einen Schmeißler?